geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Du willst vielleicht wissen, wie man solche krassen, schnellen Mountainbike-Videos hinbekommt für Instagram und YouTube? Dann bleib auf jeden Fall dran, denn dann bist du hier genau richtig. Ich habe, wie ihr wisst, ein bisschen rumexperimentiert mit 360-Grad-Kameras. Da sind wir auf ein Thema gekommen, und zwar gibt es diese Videos, die unglaublich krass schnell aussehen. Und da habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, so, wie funktioniert das Ganze und wieso sieht das so krass schnell aus? Ich zeige euch das jetzt an einem Beispiel von der Insta360. Das dürfte wahrscheinlich mit einer GoPro Max oder so ähnlich gut funktionieren. Allerdings kommt es auf eine ganz bestimmte Sache an, und zwar auf Zerren und Motion Blur. Motion Blur, also auf Deutsch übersetzt, ist Bewegungsunschärfe, und da spielt zum Beispiel der Shutter Speed eine wichtige Rolle. Der lässt sich allerdings bei Action Cams eigentlich nur gut anpassen, wenn man sich richtig viel Mühe gibt, weil eigentlich machen die Action Cams ja alles automatisiert. Wir möchten allerdings das möglichst einfach haben und in der Nachbearbeitung alles machen und die Cam einfach so nutzen im Automatikmodus, so einfach wie es geht. Wir haben das gemacht, ich habe Test-Footage noch übrig. Das zeige ich euch jetzt einmal nach der Bearbeitung, und im Anschluss erkläre ich euch dann, wie das Ganze funktioniert, und ihr könnt dann entscheiden, ja, wie das Ganze euch so taugt. Also viel Spaß bei diesem Video. Ihr habt das Video-Footage gesehen, jetzt switchen wir einmal zu meinem Computer und dort erkläre ich euch dann kurz und knapp, wie das Ganze zu tun ist. Let's go! So, im Großen und Ganzen ist das Ganze kein Hexenwerk. Ihr müsst natürlich einfach die Software haben, um eure 360-Grad-Kamera zu bearbeiten. Dann habt ihr das Footage da drin, sucht euch eine Stelle, wo ihr am besten schon auf dem Rad steht. Somit könnt ihr am besten auswählen, welchen Ausschnitt ihr haben möchtet, um dann halt einen Keyframe zu setzen. Keyframes sind essentiell, wenn man hier mit 360-Grad-Kameras arbeitet, denn nur so könnt ihr die Richtung speichern. Bei der 360-Grad-Kamera von Insta360 gibt es dann den Direction Lock, den macht ihr an und setzt im Anschluss einen Keyframe. Und da haben wir auch schon die Krux der Sache, denn es ist so, dass man nur, wenn man einen Keyframe gesetzt hat, noch zusätzliche Bearbeitungsoptionen bekommt. Dazu klickt ihr einfach auf den Keyframe und habt da die Magic Buttons, könnte man sagen. Oben habt ihr einfach Richtung und so weiter, das, was ihr auch schieben könnt. Aber hier habt ihr einmal Zoom. Den gibt es auch noch ganz so einfach, rein und raus zoomen. Und für das, was wir brauchen, zoomt ihr ganz rein. Und dann habt ihr hier das Verzerren. Und das Zerren ist das, was am Ende diesen extremen Motion Blur am Rand hervorruft.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 114 am besten funktioniert bei mir. Hier seht ihr jetzt halt eine Aufnahme von der Michi, aber es kommt ja im Endeffekt aufs selbe raus. Eine Sache vorab muss ich natürlich noch sagen. Einfach ganz langsam fahren und zerren funktioniert natürlich trotzdem nicht, denn eine gewisse Geschwindigkeit braucht ihr so oder so. So ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. In 16:9 könnt ihr natürlich noch weiter rauszoomen, denn dann habt ihr die Arme nicht so unglaublich lang. Wir haben jetzt mit einem Chest Mount gefilmt, aber ich habe so das Gefühl, dass wenn man mit einem Chin Mount filmen würde, so wie ich das glaube, dass die meisten Leute auch machen, die diese krassen Videos machen, dann sieht man noch weniger vom Fahrrad. Und dann habt ihr halt ja nur die Hände und den Lenker meistens im Bild. Und ich glaube, das ist die perfekte Variation. Das heißt, Chin Mount plus diese Einstellung und ihr könnt so super schnelle, super crazy fast Mountainbike-Footage haben. Yes, so einfach geht das Ganze. Ob das Ganze natürlich jetzt jemandem gefällt oder nicht, ist irgendwie Geschmackssache. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet oder nicht. Ich finde, es ist ein cooles Stilmittel, aber mehr auch nicht. Denn wenn ich Mountainbike-Videos gucke, dann geht es mir darum, dass ich möglichst realistisch das Ganze sehe und auch den Trail erkenne oder die Line erkenne. Und das ist einfach bei dieser Bearbeitung nicht mehr wirklich gegeben, weil man kann noch weniger sehen, ist das Ganze steil, ist der Sprung groß. Ich finde, es ist ein cooles Tool für Instagram Reels, TikTok und so weiter, YouTube Shorts. Allerdings für YouTube an sich ist es mal ganz nett und cool anzusehen, aber ich finde keine Alternative zu dem klassischen GoPro-Footage. Und deswegen bleibt bei mir auch das GoPro-Footage einfach bestehen, weil ich finde immer noch, dass das am schönsten aussieht, qualitativ. Und ich finde, es ist immer noch am realistischsten und auch wenn es da schon nicht steil und ruppig aussieht, immer noch realistischer als das, was ich euch jetzt gezeigt habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ein cooles Stilmittel, mal ab und zu für Videos. Und da wollte ich euch diesen Trick natürlich nicht vorenthalten. Wenn ihr mehr Bock habt auf so Kamerakram, auch mal vielleicht was zu dieser Kamera hier, mit der ich gerade filme, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ich mache da gerne Videos für euch. Also, abonnieren nicht vergessen. Mindestens 2 neue Videos jede Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.